Wir wissen schon, dass wir in vielen Spielen Favorit sein werden und dessen wollen wir natürlich auch irgendwo gerecht werden. Versuchen jetzt halt die Grundlage in den nächsten Wochen zu legen dafür, dass wir vor allem laufstark spielen können, dass wir vor allem auch über den Ballbesitz kommen können und dann auch Ideen nach vorne entwickeln können. Und ich glaube, dafür haben wir den richtigen Trainer bekommen. Jetzt natürlich erstmal so ein bisschen kennengelernt am ersten Tag, viele neue Spieler dazugekommen, einige, die uns verlassen haben. Das ist immer so, wenn man dann auch absteigt, dann gibt es immer so einen kleinen Umbruch und das muss auch so sein. Wir haben frischen Wind reinbekommen in die Truppe und gucken, dass wir möglichst schnell dann wieder aufsteigen. Macht einen sehr kompetenten Eindruck, ist sehr hungrig, ist Kölner, was das natürlich auch ein Riesenvorteil ist, weil er einfach weiß, wie die Stadt auch diesen Verein lebt und lässt offensiven Fußball spielen, versucht viel von hinten heraus zu spielen und dann eben Lösungen nach vorne zu finden. Und ich glaube, das wird uns gerade in der zweiten Liga auch entgegenkommen, weil wir meistens, denke ich, viel Ballbesitz haben werden in den Spielen und dann eben diese Lösungen nach vorne finden müssen.